It was a trap! Ah, out of here! So, ich hätte großen Bock, das alles zusammenzuschneiden, damit ihr euch nicht irgendwie 3 Stunden lang das antun müsst. Die Lösungswege oder was? Ja. So, ich lege meinen Schalter um. Ich weiß nicht, was der bewirkt. Keine Ahnung, ich bin in einem anderen. Ich stehe auf einem Balkon. What have I done? Hier sind ganz viele Notizen mit Zahlen und Namen, was ich aber nicht lesen kann. Und halt, what have I done? Und das war eine Tür. Ich glaube, auf der anderen Seite war noch eine Tür. Alter. Okay, ich kann absolut nichts machen. Ich stehe auf einem Balkon. Vor mir sind in einen Kreis gestellte kleine Vordächer und unten ist ein Steinkreis oder mehrere Steinkreise mit schwarzen Punkten jeweils verteilt. Oh Gott, ich muss da runter? Wollt ihr mich verarschen? Okay, ja, ich bin jetzt auch in dem Raum. Ich muss den Hebel noch oben. Ich sehe dich! Hallo! Ich bin hier oben. Hier. Oh, hi! Da ist ein X. Geh mal drauf, mal schauen, ob du stirbst. Wo ist ein X, hä? Da vorne, in der Mitte. Ah! Ich muss dich jetzt lotsen. Zu mir. Alter, hab ich mich jetzt zu mir. Zu mir. Stopp! Dadurch. Zu mir. Ach, scheiße, wir müssen schneller sein. Also, ich sag dir, wo du hin musst, von deiner Perspektive aus gesehen. So, geradeaus. Genau. Das hat sich geändert. Du musst... Halt, weiter rum, weiter rum, weiter, 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 links. Nein, links. Ah. Scheiße, das Labyrinth ändert sich jedes Mal. Wieder rein. Kacke. Geradeaus, links. Nein, zurück, 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 zurück. Weiter rum, links, rechts. So langsam. Weiter, 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 geh rum, geh rum, geh rum, geh rum, geh rum, lauf, 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 stopp, rechts, hinter dich, geradeaus, lauf, 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 weiter rum, weiter rum, weiter rum, weiter rum, nein, 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 weiter rum, rechts, rechts, nein, zurück, rechts. Ihr seid alles zu. So, raus, rechts, geradeaus, links, lauf, 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 weiter, also mir, ja, genau, weiter rum, 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 nein, nicht da rein, weiter, weiter, geradeaus, links, rechts, rechts. Auf das X drauf! Du musst da schon drauf gehen! Welches X? Das X auf dem Boden, vielleicht siehst du es nicht. So, zu mir, zu mir, zu mir, zu mir, zu mir, immer auf die schwarzen Punkte. Ich seh keine. Immer auf die schwarzen Punkte stellen, sobald du da bist. Zu mir, zu mir. Weiter rum, weiter rum, weiter, 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 links. Ich seh's nicht, ich seh's nicht, ich seh's nicht. Ich kann dir nicht sagen, wo es ist. Ich seh's nicht. Kommst du hier in die Mitte? Ich sehe halt die X'e nicht, das musst du halt wirklich machen. So, raus da, weiter rum, nein, nein. Eins raus, nach rechts von dir, beweg dich nicht so schnell. Nein, warte, warte, richtig, zurück! Beweg dich nicht so schnell. Okay, Entschuldigung, ich dreh dich einfach nicht, du gehst einfach nur auf den Gang und dann sage ich dir, ob du dich nach links oder nach rechts drehen sollst. So, raus. Von dir aus nach, links. Weiter, 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 weiter. Eine Reihe raus, links. Zurück. Dann bin ich zu langsam. Ich muss rennen. Dann lauf, raus, links. Links. Perfekt. Raus. Ja, ich habe keine Ahnung, ich sehe das Kreuz nicht. Ich kann dir nicht sagen, wo ich muss, weil ich das Kreuz einfach nicht sehe. Okay, du hast es irgendwie erwischt. Ich sehe es immer noch nicht. Nein, rechts. Links. Nein. Ich sehe das Kreuz einfach nicht. Das ist scheiße von hier. In die Mitte. Ich guck gerade, ob du dich irgendwo höher stellen kannst. Nee, ich kann hier weder irgendwo drauf springen, ich kann nur von hier oben runter gucken. Kannst du dich auf den Rand da oben springen? Rechts und links neben dir? Nee, kann ich nicht. Ach, bist du da oben gefangen? Ich kann hier nur wieder zurück. Ach so, ich dachte, du könntest dich da bewegen. Okay, nee. Dann ist es. Dritte Reihe. Also, nein, zurück. Kreuz, genau. So, vorne, 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 rechts, rechts. Weiter geradeaus, weiter geradeaus, weiter geradeaus, weiter, weiter, rechts, rechts.
Nein, rechts. So, ich sehe das X wieder nicht. Ich muss jetzt raten. Okay, das war's. Komm zu mir. Weiter zu mir, zu mir, zu mir. Weiter rum, 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 rum. Dann gehst du zweimal links. Nein. So, dann gehst du rechts. Weiter rum, weiter rum, weiter, weiter, weiter links. Und die Mitte zurück. Die Mitte? Ja. Weiter rum, so links, links, rechts, links. Das ist scheiße, wenn du den X einfach nur nicht siehst. Jetzt habe ich keine Ahnung. Wie du wieder rauskommst, Ich glaube, ich muss da runterspringen, das Ding ist offen. Ja, dann tschüss. Wir sehen uns. Gibt's hier wirklich keinen anderen Ausgang? Ich sehe keinen, die Wände sind überall rundherum zu. Ich will da nicht runter, spring du doch da runter. Kann ich nicht, ich kann nicht mehr von diesem puppeligen Balkon runter, ich kann hier nicht mehr draufklettern. Ja toll, das freut dich, ne? Das freut dich, ne? Jetzt spring schon, bevor wir alle sterben. Nächster Checkpoint reached. So, jetzt ist die Tür, nehme ich auf. Wow, also eigentlich hätte ich mir alles brechen müssen, weil ich hier auf diesem fetten Gitter gelandet bin. Und ich habe Angst, dass diese Lava da oben hochsteigt, wenn ich nicht ganz schnell hier rauskomme. Hast du irgendwo Hieroglyphen? Ich laufe gerade durch ewig lange Gänge. Ich habe noch gar nichts. Ich habe Angst vor dieser Lava. Beeil dich. Ich sehe dich doch. Welche Lava? Hier unten. Bei mir ist da nichts. Irgendwelche Zeichen, da macht diese scheiß Tür auf. Ich habe Hieroglyphen, ja, sag mir, was ich einstellen muss. Links und rechts habe ich einen Zahlencode, es müssen 6 insgesamt sein. Es ist ein Kreis mit einem Kreuz. Von wo aus fängst du an? Hier von der Seite. Oben, unten. Oben. Kreis mit einem Kreuz durch, ja? Habe ich nicht, ich habe hier nur Dreiecke, die irgendwelche Kreise drin haben. So funktioniert. Ich habe spitze Klammern, in denen im Kreis drin ist. Mehr habe ich hier nicht. Muss irgendwo Code sein, weil. Hast du da ein Dreieck mit einem Kreis drin? Ja, ich habe hier nur Dreiecke mit Kreisen drin. Da müssen. Keine Ahnung, hier ist halt ein Pfeil, der runterleuchtet und da ist halt auf der Tafel ein Dreieck mit einem Kreis. In welche Richtung öffnet sich das Dreieck? Nach unten. Nee, nach oben. Was ist denn jetzt? Ja, die Spitze zeigt nach unten. Okay, das zweite. Ich habe hier verschiedene Kreise, wo irgendwie mal Linien durch sind und mal welche drin sind. Kreise mit Kreuzen irgendwie in verschiedener Art und Weise. Keine Ahnung. Ja, du musst es mir sagen, ich kann es von hier aus nicht sehen. Du bewegst die Teile hinten drin mit, wenn du drehst. Was muss ich denn überhaupt einstellen? Das weiß ich nicht. Muss ja aber irgendwas sagen können, weil hier draußen ist nichts dran. Ich habe hier einfach nur diese Dinger ohne Markierung, ohne alles. Ich habe hier rechts zum Beispiel auf meiner Seite jetzt so ein Rechteck mit einem Strich durch, sodass du im Endeffekt zwei Dreiecke hast. Und einmal ein Viereck mit zwei Kreisen. Wenn du da drüben aber andere Zeichen hast, wenn du das Ding drehst, bringt das ja gar nichts. Wahrscheinlich sehen wir einfach das... Irgendwas auf dem Boden, irgendwas an der Decke, irgendwas an den Wänden. Nein, hier ist nichts. Auch das Buch hier kann ich nicht begrapschen. Was siehst du, wenn du hier rechts den ersten Würfel drehst? Du meinst, was ich, wenn ich das hier drehe? Ja. Formen. Meistens Trapeze mit irgendwelchen Strichen durch. Ja, da ist doch ein Trapez, das aussieht, als würden sich zwei Dreiecke verbinden. Naja, das eine ist viel größer als das andere, ja. Ja, es ist scheißegal. Und der Würfel da drunter, das ist ein Viereck mit zwei Kreisen drin. Sieht aus wie ein Legostein. Ich habe kein Viereck mit zwei Kreisen drin. Stopp.
Du musst eins zurückdrehen, kannst du wahrscheinlich nicht. Kannst du in eine Richtung drehen. So, jetzt nochmal eins, zwei, nochmal. Nochmal. Jetzt müsste das eigentlich bei dir vorne sein. Nein, wir sehen nicht dasselbe Zahnrad, die sind nicht so breit wie die Wand, glaube ich. Oh, ich habe keine Ahnung. Du hast da doch ein Buch stehen, kannst du da nicht lesen? Nein, kann ich nicht. Muss irgendwas auf deiner Seite sein, was du mir sagen musst. Hier ist aber nichts, außer diese ganzen Särge. Die, die sehe ich ja selber, die werden es nicht sein. Es muss irgendwas sein, hier links und rechts neben der Tür. Ich kann hier aber auch nichts bewegen. Und das Einzige, was ich hier habe, ist ein leuchtender Pfeil, der nach unten zeigt, mit einem Dreieck, dessen Spitze nach unten zeigt und einem Kreis drin. Hast du auf der anderen Seite auch irgendwelche leuchtenden Pfeile? Nein. Der Einzige. Mehr habe ich hier nicht. Ich habe hier gar nichts, außer Feuer, das langsam aber sicher nach oben steigt. Keine Ahnung, ich kann nichts drehen bei so vielen Möglichkeiten und dafür ist das Richtige erwischt. Du musst mir irgendwas sagen. Ich kann die Dinger gar nicht bewegen. Wie gesagt, das Einzige, was ich habe, ist halt ein leuchtenden Pfeil und dann dieses Dreieck, das nach unten zeigt. Mehr habe ich hier nicht. Und ich kann die Teile nicht bewegen. Keine Ahnung, versuch einfach auf gut Glück irgendeinen Code. Also in der Voraussetzung, dass jedes Zahnrad 5 Symbole drauf hat, haben wir 5 hoch 6 Möglichkeiten. Weißt du, was für eine große Zahl das ist? Ich weiß halt auch nicht, wie man das hier mit dem Dreieck in Verbindung bringen könnte. Das ist wahrscheinlich einfacher, als wir mal wieder denken. Denk einfach so simpel, wie es irgendwie möglich ist. Irgendwas... Wirst du doch wohl hinkriegen. Oh, jetzt sehe ich die Lava langsam auch. Das ist schön für dich! Beweg lieber deine Finger und fummel da ein bisschen dran rum. Ja, Brute Force wird nichts bringen. Ich habe zu viele Möglichkeiten. Nee, die Teile einfach alle, aber vielleicht fällt mir was ein, wenn ich die ganzen Dinger sehe. Nicht die da hinten, aber gerade hier die vorne beim Dreieck, bitte. Damit gemeint sein? Ich habe keine Ahnung. Haben wir irgendwas übersehen oder so? Ich habe hier drüben auch keine Zeichnungen, nichts an der Wand, außer diese Zahnräder. Wie soll ich diesen leuchtenden Pfeil und dieses Ding verstehen? Ich bin worauf jetzt zeigt der? Wie sieht dieser Pfeil aus? Hat der Pfeil irgendeine Form? Es ist einfach nur ein leuchtender Pfeil, der nach unten zeigt. Wie gesagt, auf dieses Dreieck. Ist es einfach nur ein Pfeil mit einem Strich unten dran? Ist es ein Pfeil mit einem Dreieckkopf? Ist es ein Pfeil, der einfach nur ein Strichmännchenpfeil ist? Nein, es gibt viele verschiedene Sorten von Pfeilen. Es ist einfach nur ein waagerechter Strich nach unten und dann halt Pfeil. Aber er leuchtet. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich bin eh tot. Was ist mit dir? Guckst doch noch schön zu, ne? Ja, ich kann nichts machen. Ich habe zu viele Möglichkeiten. Brute Force bringt da nichts. Was ist das? Was kann man denn mit einem Dreieck und einem Kreis drin assoziieren? Vielleicht irgendwelche gleichen Formen? Nee, das war zu unterschiedlich eigentlich. Ja. Wir haben irgendwas in einem anderen Raum übersehen. Bisher haben die Räume nicht aufeinander aufgebaut. Stimmt, oh nein, ich bin schon wieder hier.
Aber es ist interessant, dass du anscheinend andere Zeichen siehst. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Warum sollte das draußen andere Zeichen sein? Also das, was ich jetzt sehe, ist ein Kreis mit einem waagerechten Strich durch, einem Viereck mit einem Kreuz drin. Auf welcher Seite welches Zahnrad? Von wo nach wo zählst du? Das oberste Zahnrad. Das habe ich, da sehe ich halt gerade einen Kreis mit einem waagerechten Strich durch. Darunter... So oft wie du das drehst, ist das jetzt schon das dritte Mal an mir vorbei. Also, dass du das nicht siehst, ist sehr merkwürdig. Ich habe hier drüben halt andere Zeichen. Das hilft uns nicht. Ja, das hilft uns gar nichts. Jetzt ist das Dreieck mit der Spitze nach oben. Und der Pfeil zeigt halt wieder drauf. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Peil, was du machen sollst. Weil ich kann die Dinger nicht betätigen. Wenn du die Teile nicht siehst, die ich sehe, dann ist das schon noch weirder. Was siehst du denn jetzt? Eine spitze Klammer, also ein Dreieck, was nach links zeigt, was nach rechts offen ist, mit einem Kreis drin. Ein Rufzeichen, ähnliches Ding. Ein Dreieck mit einem Kreis unten drunter. Dann wieder ein Dreieck, was nach oben zeigt, dass eine untere Seite offen ist, mit einem Kreis drin. Das Dreieck, das nach oben zeigt. Da muss irgendwo ein Dreieck, das nach oben zeigt, mit einem Kreis drum sein. Habe ich jetzt auf meiner Seite nach vorne gerichtet. Was ist mit den anderen Würfeln? Haben die das auch? Unten drunter habe ich einen Kreis mit einem Wagen horizontalen Strich durch. Hier habe ich einen Kreis, der hat ein X durch. Hier habe ich einen Kreis, der sieht aus wie ein Saturn. Hier habe ich einen Kreis, der hat vier Striche von sich weg. Dann habe ich hier einen Kreis, da sind drei Striche durch. Habe ich jetzt hier einen Kreis mit einem kleinen Strich in der Mitte, was aussieht wie ein Auge. Jetzt habe ich hier wieder so einen Kreis mit einem waagerechten Strich. Ja, nimm mal den Kreis mit dem waagerechten Strich. Unten. Jetzt müsstest du da drunter theoretisch ein Viereck mit einem Kreuz haben. Ja, mit einem Plus. Geh mal auf die andere Seite. Da müsste jetzt... Viereck mit einem Plus. Ja. Gut, plus nehme ich nicht gleich Kreuz, danke. Ja? Da müsste dann jetzt eine Waschschüssel sein, die so zu dreiviertel gefüllt ist. Achso, du hast da jetzt natürlich die Trapeze. Ja, ich habe hier die Trapeze. Dann hatte ich auf meiner Seite wieder das mit den beiden Dreiecken. Was so zusammengebunden aussieht. Wie rum? Ja. Ja, es gibt zwei davon. Ist das kleine Dreieck oben links? Nee, das ist nur mit einem Strich. Ist das kleine Dreieck oben links und das große unten rechts von dem Trapez? Sind bei mir gleich groß. Bei mir nämlich nicht. Ich habe hier einen Trapez mit einem Trapez drin. Ich habe hier einen Trapez mit einem Strich quer durch, was halt das obere linke Stück kleiner macht als das untere rechte. Ja, aber das ist das Richtige. Ist zwar bei mir gleich groß, aber gut, ist auch egal. Mhm. Unten müsste das jetzt ein halbes Viereck sein mit zwei Punkten drin. Was siehst du unten überhaupt? Eine Raute mit einem Querstrich durch, dass sie wirklich aus zwei gleich großen Dreiecken diesmal besteht. Hier ein Ding, was aussieht wie eine Tormarkierung vom Fußballfeld. Ein viereckiger Kasten mit einem kleineren viereckigen Kasten auf der unteren Linie davor. Hier habe ich ein Viereck, das ist nicht ganz zu Ende. Das besteht aus einem Dreieck, was nach links oben schaut mit einem senkrechten Strich nach unten. Hier habe ich wieder ein viereckiges Fußballfeldmarkierung mit einem kleineren Viereck auf der oberen Kante. Hier habe ich zwei Vierecke ineinander. Hier habe ich ein Viereck, was oben offen ist, in dem ein kleineres Viereck drin ist, was unten offen ist. Und hier habe ich wieder ein Viereck, was aus zwei gleich großen Dreiecken besteht. Hä, warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was siehst du da unten? Einen rechten Winkel mit einem Kreis, noch ein rechter Winkel mit einem Kreis, ein halbes Viereck, was oben offen ist mit einem Kreis, einen Kreis mit einem Viereck drinne, was unten offen ist, ein Viereck, was links offen ist mit einem Kreis, eine Tormarkierung wieder, also halt ein Viereck, was unten offen ist und oben einen Halbkreis auf der oberen Kante hat.
Hier wieder ein rechter Winkel oben links mit einem Kreis in der Mitte, ein rechter Winkel oben rechts mit einem Kreis in der Mitte. Wieder ein Viereck, was oben offen ist, wo ein Kreis drin ist. Das habe ich eigentlich alle durch.